Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Prey. Ja, ich suche jetzt seit der letzten Folge irgendwann, nachdem wir den, diesen komischen, ich weiß nicht, ob das ein Phantom war, getötet haben. Suche ich ja. Huch. Wir sind da hinten noch. Warte mal. Da ist doch noch ein Phantom, der kleine Schlingel. Jetzt mal jetzt die Schnauze. So. Phantom ist weg. Ich habe immer noch keinen Inventarplatz. Genau. Ich suche nämlich, weil ich Inventarplatz brauche und wir noch ziemlich viele Items gefunden haben, suche ich einen. Oh. Einen Recycler. Seit letzter Folge. Oh. Ich muss nachladen. Scheiße. Ich vergesse das immer. Alter. Hä? Schon tot? Okay. Hat nicht so gut funktioniert. Scheiße. Ja. Hat keiner gesehen. Kann man ja rausschneiden, ne? Nicht. Oh, moin. Hilfe. Boah. So. So, Schnauze. Gott, das Ding hält auch die Fresse. Was haben wir hier noch? Notfallwagen. Okay, hier oben haben wir noch Sachen drin. Kann ich die mitnehmen? Nein, natürlich nicht. Habe ich nicht hier? Warte mal. So ein Ding habe ich noch nicht, ne? Scheiße. Ich muss unbedingt irgendwie Sachen loswerden. So. Wo geht's hier lang? Da, okay, da unten kommen wir unten raus. Ja gut, dann muss ich nochmal irgendwie zurückrennen. Tut mir jetzt leid, aber ich brauche dringend Inventarplatz. Oder gibt's hier unten? Recycler! Ist hier ein Viech? Nö, ne? Nee. Gut. Ah nee, da, fuck, das ist kein Recycler. Scheiße. Das ist nur dieser blöde Fabrikator. Da ist ein Recycler. So. Ah! Oh Mann. Kann doch nicht sein. Als ob. Da war, glaube ich, noch so ein offenes. So ein offene Dings, so eine Station oder was. Ja, und die hat natürlich wieder Blitze verschickt. Und da bin ich jetzt dran verreckt. Bisschen beschissen. Aber was willst du tun? Komm, jetzt sei mal ruhig hier, Junge. So. Haben wir das? So. Nehmen wir nochmal alles mit. Oh ja, das kann ich weiß. Kann ich immer noch nicht mitnehmen. Komm. Kurz nochmal die Pistole nachladen, denn hier draußen war ja noch ein Kollege. Oder auch nicht. Gut, war doch kein Kollege mehr. Warte mal. Komm ich hier rauf? Jo. Nein. Wow, okay, ich hab's überlebt. Genau, hier. Das da meine ich. Darf ich? Ja, darf ich. So, lass mich mal da reparieren. Hallo? So. Nicht, dass uns das gleich wieder zersäbelt. Gut. Jetzt aber. Schrott übertragen. Das ist aber nicht so mega viel. Oh. Ich habe auch zwei. Hier zwei Rohrzangen. Das ist nicht so sonderlich intelligent. Okay, und dann einmal recyceln. Und die eine Rohrzange. Warte mal. Ja, ja, komm. Lass mal hier 5000 Materialien aufsammeln. Inventar. Und die nicht favorisieren. Ich möchte die gerne fallen lassen. Automatisch sortieren. Ich möchte die hier. Muss ich die jetzt irgendwo reinlegen in eine Leiche oder so? Durchsuchen. Ah, so. So. Haben wir noch mal ein bisschen mehr Inventarplatz? Haben wir das schon gelesen hier? Weiß ich gar nicht. Typhon-Mimese Teil 2. Auszug aus Labornotizen von Rory Mannion und Christine Lloyd. Bei früheren Modellen wurde die These vertreten, dass Mimics ihre Molekularstruktur neu anordnen,
und so den atomaren Aufbau eines Zirbelgs replizieren. Mittlerweile gehen wir davon aus, dass überhaupt keine Änderung der Gestalt stattfindet. Wenn sie ein Objekt imitieren, sind die Mimics objektiv betrachtet nicht mehr in diesem Universum anwesend. Sie tauschen den Platz mit einem Objekt in einer parallelen Realität, behalten jedoch eine bewusste Verbindung in unserem Universum bei, vielleicht eine Art paradimensionale Verschränkung? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Kann gut sein. Das hatten wir schon, ne? Habe ich das nicht? 6, 3, 7, 1. Da ist ja eh nichts drin. Toll. Habe ich doch schon auch gehabt. So, gut. Die Rohrzange haben wir da. Dann gehe ich jetzt nochmal nach oben. Wenn ich wüsste, wie ich nach oben komme. Ich glaube, hier. Ah, hier, ne? Ja. Servus. So, jetzt ist die Frage, wie komme ich da hoch? Bin ich hier durch? Ja, ne? Oh Gott, jetzt muss ich nochmal den ganzen Weg rennen. Weil da lagen ja noch einige Items. Ah, okay, hier ist der Untersuchungsraum. Nee. Scheiße, das hätte ich mal scannen sollen, das Vieh vorhin. Das habe ich natürlich nicht gemacht in der letzten Folge. Genau, und hier kamen wir durch. Und da ging es runter. Ich glaube, ich gehe mal hier Richtung Guts. Da sollen wir auch ursprünglicherweise hin. Hier war nix. Genau, hier waren wir. Das letzte Mal, wo wir schon keinen Platz mehr im Inventar hatten. Lag hier nicht noch irgendwas? Mimik? Hatte ich schon gelootet? Hier war das, ne? Hä? Hallo? Kann ich das nicht looten? Kannst nicht looten. Okay, doch nicht. Gut, da ist Guts. Da müssen wir jetzt theoretisch durch. Aber... Was stand da noch? Wissenschaftsoperator. Alles klar. Mehrere Ziele haben wir noch. Ich würde gerne erstmal zum anderen Ziel gehen, gleich. Und ich würde halt gerne noch den ganzen Loot mitnehmen. Deswegen renne ich hier überhaupt so... gerade so ein bisschen planlos durch die Gegend. Hä, wo war das denn? Okay, hier wurde alles umgeworfen. Da waren wir aber noch nicht drin, ne? Nee. Ich komme gerade überhaupt nicht mehr klar. Wo war das denn? Okay, das hier war hier, Kollege, den wir befreit hatten. Wir sind die Wissenschaftsoperatoren. Wie bin ich denn da hochgekommen? Ah, hier, Lab Speed, genau. Hier bin ich hochgekommen. Alles klar. Ja gut, war jetzt ein bisschen dumm, hier die ganze Zeit hin und her zu sprinten, aber... Genau, das hatten wir, glaube ich, alles schon. Programme. Achso, ja, das hatten wir auch schon. Okay. Gut, dann würde ich jetzt hier nämlich gerne nochmal alles mitnehmen. War hier überhaupt noch was? Ich komme gerade überhaupt nicht mehr klar, ey. Wo hier was war und wo nicht und wo wir schon alles gelootet haben und wo nicht. Ich weiß es nicht mehr. Ich renne nochmal kurz alles ab. Bin gleich durch. Keine Sorge. Okay, der Typ ist leer. Okay, hier hatten wir, glaube ich, auch schon alles. Was liegt da? Ein Zettel, ne? Ja, okay. Na gut. Sag mal, bin ich irgendwie... ein bisschen abwesend? Wo, weh? Ich hatte doch so viel Loot noch irgendwo liegen gelassen. Ich bin irgendwie ein bisschen... bisschen neben der Spur gerade. Ich schau grad nochmal. Hier zum Beispiel. Aber hier waren auch noch Viecher, ne? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, siehste. Tschüss. So. Kann ich das mitnehmen? Ja. Alles mitnehmen, was geht. Genau, und hier hatten wir noch... Gut, die Leiche hatten wir jetzt schon. Das Ding hatten wir noch nicht. Was geht hier? Also, Petrischeinprobe, die Schränke leeren. Genau, jetzt können wir ja auch alles mitnehmen. Sehr gut. Das Zeug haben wir schon. Das nehme ich nochmal mit. Teilchenorgan, Petrischein, Gedöns. Das kann ich kaputt machen. Okay, okay, okay. Ich glaube, jetzt haben wir alles. Ah ne, hier war noch der Raum. Stimmt. Neuromod. Sehr gut.
Einführung in die Studie der parapsychologischen Meta-Analyse. Okay, ich lese das jetzt mal nicht alles hier durch. Sonst dauert das alles, glaube ich, ein bisschen zu lange. Ich würde gerne mal das probieren mit dem Mimicry. Nehmen. Munition nehmen, genau. Okay. Das können wir nicht mitnehmen. Ein Reployer. Und sonst ein Kaffeebecher. Oh, Munition, finde ich gut. Kaffeebecher kommt weg. Genau, hier waren wir schon drin. Okay, hier war auch nicht mehr so sonderlich viel. Oder? Nö. Alles klar. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal wieder zurück und gehen jetzt mal zum Punkt mehrere Ziele. Denn ich würde jetzt gerne nochmal gucken, was das nochmal war. Genau, hier ging es einmal nach unten. Hallo, Dr. Yu. Mehrere Ziele, okay. Heißt das jetzt, wir haben mehrere Möglichkeiten, hier durchzukommen? Oder heißt das jetzt, hallo, komme ich jetzt hier durch? Toll. Natürlich die falsche Seite. Heißt es jetzt, wir haben mehrere Möglichkeiten, da hinzukommen oder mehrere, wirklich mehrere Ziele, die wir erreichen können, theoretisch? Bin mir da nicht so sicher. Gut, Sicherheitsstation. Pack mal hier wieder die Pistole aus. Ja, komm, hau hier nicht. Lauf mal lieber weiter. Okay, mehrere Ziele. Hier kommen wir durch. Transfer. Okay. Hier ist nix. Ich glaube, es sieht aus nach mehreren Zielen, also mehreren Möglichkeiten, da reinzukommen. Okay. Gehen wir mal rein. Lobby? Okay, vielleicht doch nicht. Ich guck mal. Ich gehe mal erstmal in die Lobby. So, da sind wir wieder. Fluchtkapselschlüssel. Was? Versiegle den Außenrumpf. Okay. Ich guck mal beides an. Ich habe auch lange nicht mehr aufgenommen. Ich weiß leider nicht mehr, was das nochmal war alles. Ich lade nochmal alle Munition nach, die ich so nachladen kann. So, das Ding hatten wir schon. Okay. Das ist immer noch offen, ne? Oh, huch. Nein, nein, nein. Warte. Ich will wieder auf zwei haben. So. Ich mache das gerade mal zu. Dann kann ich das nämlich einmal kurz reparieren. Dann können wir hier nämlich auch nochmal vernünftig lang gehen. Es ist sonst immer so nervig, wenn das alles kaputt ist und man immer stirbt. So. Einzelteile oder Ersatzteile oder was. Und nochmal ein Recycler. Fehlfunktion, okay. Keine Ahnung warum, aber Fehlfunktion. Ja gut, hier kommen wir auch nicht durch. Alles klar, hat uns also überhaupt nichts gebracht, hier reinzugehen. Das ist schon mal sehr gut. Ich mache mal das Mikrofon nochmal ein bisschen weiter so vors Gesicht. Haben wir das hier schon gelesen? Elias Black? Yuri. Wie sich herausgestellt hat, ist Yuri Kimaru, wie alle anderen auch. Mehr dazu in der Mittagspause, okay? Was haben wir hier? Achso, das war die Tür. Gut, dann gucke ich jetzt mal. Fluchtkapsel, Schlüssel und Außenrumpf. Versiegle den Außenrumpf, okay. Jetzt ist nur die Frage, wie wir da nochmal hochkommen, weil ich bin irgendwie dement und alt natürlich. Ich bin sehr, sehr dement. Hallo Leute, herzlich willkommen zu Let's Play Prey. Nein, ich habe hier schon wieder richtig viel Müll. Ja komm, heul nicht. Mach mal lieber hier das Gedöns kaputt. Oh, hier war noch was drin. Das nehme ich natürlich mit. Ne, hier waren wir auch schon. Ja, alles mitnehmen. Können wir alles recyceln. Haben wir ja gelernt. Das hatte ich, glaube ich, irgendwann mal dahin gelegt. Weil ich dachte, das würde irgendwas... entweder das Papier würde nichts bringen oder das andere Zeug würde uns schaden. Aber das ist nicht der Fall. Staff Lounge. Okay. Waren wir schon drin? Nein, waren wir nicht. Hä? Ich wollte gerade sagen.
Hä? Voll komisch. Ich konnte die gerade irgendwie nicht einfrieren, obwohl ich gesehen habe, dass das Mimics waren. Ich habe keine Ahnung, warum. Auf jeden Fall geht es nicht. Oder ging es nicht. Keine Ahnung, wieso. Okay, nochmal recyceln. Das Zeug mitnehmen. Den haben wir noch nicht gelootet. Oh. Randolph Hutchinson. Leiche, okay. Hier waren wir aber, glaube ich, auch noch gar nicht, ne? Oh. Ah, schlecht. Sehr schlecht, sehr schlecht. Tschüss. So, ein Mimic ist weg. Da ist der zweite. Und zweiter Mimic ist auch weg. Sehr gut. Das finde ich sehr angenehm. Den lade ich nochmal nach. Hier kommen wir wieder nicht durch, wie immer. Hier noch die Blumen. Ein bisschen Blumen pflücken. Wieso nicht? So. Gut, haben wir hier noch... Oh, wir haben hier noch ordentlich was in der Küche. Einmal alles durch. Oh, da war was. Da war auch ordentlich was. Okay. Kühlschrank. Ich habe keinen Platz mehr. Aber ich habe gerade ordentlich was zu essen gefunden. Das hau ich mir jetzt mal rein. Weil wir haben ja kaum noch Leben. So. Gut. Haben wir wieder volles Leben. Das finde ich sehr angenehm. Das hatten wir echt lange nicht mehr. So. Okay. Octavia Fix. Neues Transcribe. Bist du unterwegs? Unterwegs wohin? Ein neuer Code. Octavia, es hat einen Alarm gegeben. Wir müssen uns sammeln. Wie schlimm du dir Sorgen machst. Aber es hat schon früher Alarme gegeben und ich muss bis zum Ende meiner Schicht noch 3 von diesen tollen Staubsaugern reparieren. Oh, jetzt sind es 4. Gerade wurde noch einer gebracht. Diese Dinger sind der reinste Schrott. Ich glaube, das ist keine Übung, Octavia. Ich schicke dir den Code. Bitte, komm sofort zu den Fluchtkapseln. Okay. Ich verbessere gerade mal die Glue-Kanone, ne? Vielleicht Effizienz. Ich glaube, Effizienz ist vielleicht ganz gut. Glue-Effizienz erhöht. Sehr gut. Okay. Was haben wir hier noch für Gedönse? Glue-Kanister, die Dinger. Okay. Kann ich hier noch irgendwas verwenden direkt? Die Neuromods, ne? Stimmt, wir können mal gucken nach Neuromods. Wie ging denn das nochmal? J? Nee. Da. Oh, N war das, glaube ich, ne? Ich glaube, das war N. Okay, Energie, Wandeln. Haben wir neue Sachen freigeschaltet? Alles klar. Phantom, Genesis 1. Du erzeugst aus einer menschlichen Leiche ein Phantom, was für dich kämpft. Okay, geil. Ja, okay. Scannbare Ziele, Weber. Okay. Habe ich das jetzt freigeschaltet? Ach, da brauche ich jetzt das hier für, ne? Unbekannte Fähigkeit. Keine Ahnung. Okay, verwandeln. Das könnte ich... Ne, fehlt weitere Forschung. Das könnte ich theoretisch freischalten. Mimicry 2. Ich schaffe einen komplexen Maschinen. Okay, Telepathie. Was kann man denn hier alles mal nehmen? Rückstoß 1. Du erzeugst 20 Sekunden lang einen Schild, der verhindert, dass der nächste gegnerische Angriff dir Schaden zufügt. Gegner, die den Schild angreifen, werden zurückgeworfen. Okay, Rückstoß ist auch cool. Energie. Entschuldigung. Da überkam es mich einfach gerade. Die Haare wieder richten. So, okay, okay. Was haben wir hier noch? Schusswaffen 1. Erhöht den Schaden von Sicherheitswaffen auf 120 und die kritische Trefferchance auf 6. Ja, komm. Ich mach das einfach mal. Schaden wird's nicht. Warte mal, habe ich jetzt alle benutzt? Ja, ne? Ja. Alle Nullmods sind verwendet. Okay, was haben wir hier noch? Pioniere der privaten Raumfahrt. Ja gut, das kann man sich durchlesen, wenn man möchte. Ich tue es jetzt nicht. Internationale Kunst auf der Talos 1. Ja. Wie gesagt, ihr könnt euch das gerne durchlesen. Ich mache das hier nicht. Im Let's Play auf jeden Fall. Nochmal recyceln. Wir haben ja schon wieder ordentlich Scheiße gefunden. So. Okay. Und hier kamen wir jetzt nicht weiter. Ich nehme hier nochmal die Blume mit. Warum nicht?
Können wir die Flaschen mitnehmen? Nee, ne? Nur werfen, alles klar. Tschüss. Und dann gehe ich mal wieder. Also, okay. Dann gehe ich mal wieder zurück. So. Hier kamen wir nicht rein, oder? Die Abteilung? Nein. Okay, da kommen wir nicht rein. Keine Ahnung, wie wir da hinkommen. Aber ich komme auf jeden Fall hier rüber. Das finde ich schon mal sehr angenehm. Und hier kommen wir immer noch nicht durch. Das ist immer noch die IT-Abteilung. Human Resources. Okay, da ist der Fluchtkapselschlüssel. Ich weiß nicht so genau, wie wir da reinkommen sollen. Sales Division. Waren wir hier schon drin? Ja, ne? Ja, hier waren wir schon. Ich erinnere mich. Okay. Ich bin hier gerade so ein bisschen planlos, wie man eventuell merkt. Da, versiegel den Außenrumpf, da will ich hin. Ich will mal gucken, was wir da machen müssen, genau. Okay, ich speichere mal gerade. Und dann gehen wir mal rüber. So, da sind wir. Ich guck mal. Oh, hallo. Hat er mich gesehen? Nee, ne? Okay, gut. Warte mal. Wo haben wir denn hier die komische Jäger... das Ding? Ja, geh mal ruhig darüber. Er sieht mich. Na toll. So, einmal einfrieren bitte. Und Schnauze halten. So. Einmal nachladen. Sehr gut. Das ging recht gut gerade. Das klang gerade nicht so gut. Das war anders. Das hatten wir schon öfter, ne? Glaube ich. Okay. Cool. Teleskop. Ach was, da kann ich reingucken? Ist ja geil. Ja gut, aber sieht man jetzt nicht so sonderlich viel. Da scheint ein Kollege zu sein. Ich lade mal gerade die Glukanone nochmal nach. Warte mal. Hallo. Oh, scheiße. Hat nicht so viel gebracht, wie ich dachte. Was? Was macht der da? Hallo. Chill mal. Junge, bleib mal so, wie du bist gerade. Komm, ich hau dich. Ich habe leider nicht so viel Muni. Ich versuche immer möglichst oft mit dem... mit dem Prügelding hier mit der Rohrzange drauf zu ballern. Klappt nicht immer. Versiegel das aus dem Deck. Okay, wir müssen noch ordentlich laufen. Ich gucke hier nochmal gerade. Ja, trink mal. Hier. Nein. Oh. Scheiße. Diese blöden Rohrzangen, die ich nicht haben will. So. Okay, wir bräuchten eigentlich mal irgendwie Inventarplatz mehr. Das wäre ganz gut. Man kann ja irgendwie noch mehr freischalten. Ich weiß nur leider noch nicht wie. Sonst hätte ich das schon lange getan. Hier ist auch nichts mehr. Das ist immer so doof. Hier ist die Textur richtig. Aber zum Beispiel hier ist die Glastextur vorhanden. Ich kann... Vorwurf-Effekt. Ich kann durch, aber sie verschwindet nicht. Ja, egal. Hat sich dann gerade damit erledigt. Hier sind noch Ersatzteile. Okay. Ja, nimm mal mit. Tschüss. Hier sind noch Gedönse. Okay. Das geht auch weg. Ich gehe mal ganz kurz hier rein. Waren wir schon drin? Ja, ne? Ja, hier war der Waffenschrank. Okay. Okay. Ich gucke mich trotzdem noch mal um. Hä? Wie kommt denn jetzt hier ein Mimik rein? Und wie schnell? Hä? Wo ist denn der hin? Ich habe keine Ahnung. Ich gehe einfach mal weiter. Hier dürfte ja noch der Kollege sein. Das ist eine Phantom, was wir eben nicht ganz töten konnten. Kann ich nicht mehr looten. Okay, ich muss da rüber. Kann ich einfach durch? Scheint so, ne? Na gut, ich gehe einfach mal durch. Hilfe. Ich habe immer Angst, dass hier direkt irgendwie so ein fettes Monstervieh durch eine Wand prescht oder so. Und mich umholzen will. Ist bis jetzt noch nicht passiert. Vielleicht kommt das noch. Interne Verriegelung, okay. Gut, dann gehen wir mal hier raus.
und ich würde sagen, was da dann uns erwartet, weil wir waren ja schon mal draußen zwar, aber ich weiß noch nicht so genau, was mit dem Außenbereich versiegeln war. Ich glaube, das hatten wir noch nicht. Ich bin mir da eigentlich ziemlich sicher. Und das sehen wir auf jeden Fall in der nächsten Folge von Let's Play Prey. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge.